Hallo Leute und willkommen hier auf LeoCraft zur zweiten Folge Redstone Bunker bei The Joecraft. Also die Originalmap wurde von diesem Typ hier erstellt. Muss ich dazu sagen, komm. Auch wenn es die meisten, denke ich, wissen. Ja, so heißt er. Findet ihr auch auf YouTube, ist etwas bekannter als ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Neues. So, wir wollen heute mit Verbesserungen und weiteren Möglichkeiten. Ich gucke jetzt als erstes mal, ob diese Arbeitsversion, die ich mir mal schnell hier erstellt habe, also einfach das Bedrock und Sandstein hier oben weggekloppt, ob die funktioniert. Ich gehe einfach mal rein. Nee, Golem, du kommst nicht in den Aufzug. Jetzt scheint zu funktionieren. Ich erhalte auch zurück. So, oh, jetzt haben wir schon das erste Problem. Wir müssen es anders machen. Und zwar müssen wir... Das Bunkertor muss anders gemacht werden. Und zwar muss dieses Bunkertor aus Bruchstein und hellgrüner Wolle bestehen. Bruchstein. So ist es doch schon mal viel besser. Man verewigt sich gleich mal. Man hat zwar noch keine Leistung gezeigt, aber man verewigt sich. Und man macht sich als erstes Effekt 16. Licht an, muss auch sein. So. Nein, da nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ist das so gut? Nee, das L muss eher in die Mitte. So ist doch schon besser. Sieht auch nicht mittig aus. Ich hab's. Wir machen das L. So, halt. Auch nicht so toll. Da lassen wir es so, oder? Einfachster Tipp. Ich mache hier mit einer anderen, mit roter Wolle noch. Auch wenn das nicht so ganz mein Logo ist. Ein I dazu. Nee. Was kann man hier machen? Das L sieht nicht so toll aus. Das muss jetzt gut.
Gut, lassen wir es erstmal fürs Erste. Fürs Erste kann man es lassen. Ich muss mich dann nochmal genauer hinsetzen, aber das mache ich jetzt nicht mit euch. So, ich tue jetzt meine Bunkerkick-Karte, das funktioniert auch noch. Ja. Sehr gut. So. Nächstes Problem, das ist schon seit längerer Zeit, habe ich hier diese Bunkerbahn. Und zwar, ich fahre jetzt mal zu der Stelle, wo das Schlimmste der Bunkerbahn ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist die Folge schon. Moment. Wie lange läuft die schon? 6 Minuten, gut. Können wir noch ein bisschen machen, ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange ich die Folgen mache. Hier. Bäh. Das sieht ja schlimm aus. Also wer so einen Shot designt hat, ist es mehr als schlimm. Nee. Das kann ich überhaupt nicht haben. Und sowas soll, Zitat, satisfizierend sein. Also ich finde es nicht. Also überhaupt nicht. Das kann man viel besser bauen. Fürs Erste. So. So kann man das besser bauen. So. Ah. Gut, das lassen wir erstmal später. Wir brauchen, glaube ich, als Erstes eh mal die Technik. Ich reiß das alles hier mal auf. Ich hoffe, ich kriege es danach noch wieder zusammengebaut. Und zwar, gute alte Sache, die Kreuzung von zwei Minecart-Schienen. Ja, ich glaube, das ist so besser. Ich muss ja auch erst reinkommen. Ist ja erst die erste richtige Baufolge. Also die erste produktive Folge. So, es ist schon mal grundsätzlich deutlich sinnvoller, deutlich weiter vorne auf Rechtsbetrieb umzuschwenken. Und zwar kann man das gut machen hier oben schon. Schon hier, oder ist es möglich hier oben schon? Ja doch, das geht. Hier die Linkskurve muss nach rechts geführt werden. Und zwar macht man das. Moment, ich verlege jetzt als allererstes mal die Leitungen. Also die Schienen. Und dann den Rest. Also das ist, Bunkerbahn ist echt eine Sache. Also ich habe mir das dann so vorgestellt, ich gehe mal schnell in den Game Mode 3. Dass die dann hier so durchläuft und dann auf die andere Seite läuft. Irgendwie, keine Ahnung wie. Nee, hier nicht. Da ist aber auch noch was ich verändert werden wollte. Hier runter geht. Hier, ja. Irgendwie dann vertauscht wird. Und dann jedenfalls schon mal hier links davon ankommt. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur diese Kreuzung hier und die bauen wir jetzt. In diesem Part. Ja, das machen wir in dem Part noch und die Strecke kann ich ja alleine bauen. So. Erstmal, das ist auch nicht tick. So, jetzt bewaffne ich mich mal mit einem Baumaterial.
Nee, das ist mir seit Baubeginn ins Auge gestochen. Ein Dorn. War mir das. Deswegen wird es auch gleich zu Beginn gemacht. Damit es hier schön gleichmäßig aussieht. Nein, falsche Schiene. Gibt es hier irgendwo richtige Schienen? Da nicht. Da vorne ist eine. Ich könnte die jetzt mir auch einfach aus dem Inventar holen, aber ich mache das jetzt aus verschiedenen Gründen so. Und zwar, da ich die E-Taste nicht finden konnte. So, das heißt, von wo aus muss umgestellt werden? Von der Seite. Von der Seite muss umgestellt werden. Das heißt, wir brauchen hier eine Sensorschiene. Den Mechanismus hoffe ich, dass ich ihn noch aus dem Kopf kann. Ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gebaut, aber ich meine, das geht schon. Das müsste ich in meinem eigenen Tutorial nachgucken. Und hier auch. Die Frage, ist das sinnvoll? Nein, ist das nicht. So. Hilfsblock. Block. Redstone. Immer noch die Truhe. Was ist denn hier los? Also, damit ihr es wisst, ich nehme die Folge etwas früher auf, schon im alten Jahr. Und hatte die dann erst ein Jahr später auch hoch. Ja, schlimm. Bis zum nächsten Jahr liegen bei mir die Folgen daheim auf dem Computer rum. So. Ebenso machen wir das gleiche jetzt hier. So. Redstone. Und hier auch. Aber hier muss eine Fackel hin. Kann ich das... Ja, das funktioniert sehr gut. Ich dachte, so, das ist viel einfacher, wenn man so baut. Mache ich das jetzt auch. Fackel. Block. Ich baue da jetzt einfach. Redstone, 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 Redstone. So, jetzt ist die angeschlossen, das System, oder? Jo. Das ist angeschlossen. Sehr gut. Sehr schön. Ja, so einfach kann ein System sein. Also, wir hätten es. Ich baue das hier dann alleine zu. Im nächsten Part habe ich mir den Admin-Raum vorgenommen. Oder hoffe ich zumindest, dass ich das habe. Dass ich den machen kann. Hier. Also Sauerei, der Admin-Raum sollte mal bis hier hingehen, ja? Bis zum 5-Minuten-Taktgeber. Und dann wurde der einfach verkleinert, nur weil The Joecraft hier nichts eingefallen ist, was man sich noch anzeigen lassen könnte. Also ich weiß da mehr und das machen wir im nächsten Part. Okay, Moment. Game 1. Dann machen wir jetzt, würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.